Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77. Heute mit Julian wieder dabei. Julian, wir haben gedacht, wir gehen am Roh 80 dran. Ja. Im letzten Video hat der Sven nämlich gefragt. Also theoretisch dürfte ja jetzt nicht allzu viel zu machen sein, bis der läuft, oder? Heute wird der Startversuch sein. Ich habe jetzt extra erst gewartet, bis dieses Projekt fertig ist. Und jetzt haben wir Zeit für unseren Roh 80 Wankelmotor. Wichtigste Grundvoraussetzung, wir haben alle keine Ahnung. Was ich weiß, dass der Wagen noch im Mai, hat er glaube ich gesagt, gelaufen ist. Dann hat er den Vergaser abgebaut, weil der nicht sauber lief. Er lief sehr unruhig, schubbelig und der Vergaser ist nur überholt, drauf montiert, aber nicht angeschlossen, weil das hat ein Bekannter gemacht und er wusste nicht mehr, wie es geht. Das ist jetzt also heute unsere Aufgabe. Vorweg, meine Vermutung ist schon mal, wenn der Kraftstoff im Tank natürlich auch schon etliche Jahre alt ist, dass wir vielleicht erstmal beginnen, den Tank hinten den Kraftstoff abzulassen. Entweder gibt es die Möglichkeit von unten. Es wäre natürlich schön, wenn der jetzt eine Ablassschraube hätte. Ne? Erstmal oben. Achso, guck mal, da ist ein Drücker. Und hier ist alles voll. Das Schiebedach ist nämlich das erste, was hier oben fehlt. Ist vorhanden. Dazu der passende Innenhimmel. Viele haben auch gefragt wegen dem Luftfilter und so. Hier sind überall Teile drin. Zum Beispiel hier ist noch was nagelneu eingepackt. Pakete aufmachen ist ja eigentlich Michas Aufgabe, ne? Oh, Alter. Muss aber vorher dran liegen. Was machen wir jetzt, wenn das nichts mit dem Auto zu tun hat, was da drin ist? Dann müssen wir das rausschneiden. Gut eingepackt. Riemenrad. Eine Riemenscheibe. Ich könnte mir vorstellen, dass das dieses Bauteil ist. Ist es auch. Ah, und hier ist was gebrochen. Oh. Vielleicht für den zweiten Motor als Ersatz gedacht für die Wasserpumpe. Da ist schon mal unser Luftfiltersystem. Eieiei, was ist das? Elektrische Antenne? Was ist das denn? Mit dem Motor kannst du heute ein ganzes Elektroauto betreiben. Damit kannst du heutzutage fahren mit so einem Kasten. Weißt du, was ich meine? Und früher war es so eine elektrische Antenne. Gute Sachen bei, ne? Ja. Ich habe hier einen Zweitschlüssel gefunden. Ich guck gerade mal, ob der passt. Das ist übrigens diese Pumpe, die ich im ersten Video eine vermutliche Wasserpumpe genannt habe. Diese ist aber da. Die sitzt hier oben drauf. Und pustet ins Abgassystem. Das ist quasi eine, dass der Motor effizienter oder sauberer verbrennt. Hier sind Wasserschläuche. Hier liegen noch nagelneue Bremsschläuche. Was haben wir denn hier? Oh, Achsmanschetten. Ich glaube, das brauchen wir alles gar nicht hier rausnehmen. Ersatzteile findet man vielleicht mit Sicherheit nicht mehr an jeder Ecke. Da muss man ja auch mal ein Lob an die Community aussprechen, glaube ich. Wir haben echt viele Adressen bekommen in den Kommentaren. Oh, wir haben super viele Kommentare bekommen. Auch super, super, super viele Tipps, was wir machen sollen, bevor wir das erste Mal starten und, und. Ich konnte mir das alles gar nicht merken. Dann hatte ich erst überlegt, ob wir vielleicht wirklich jemanden sagen, hey, komm vorbei, lass uns das gemeinsam machen, das Projekt. Nur wir machen so, wir wollen es uns ja wieder selbst erklären. Und wenn wir Fehler machen, werden wir die natürlich gleich erfahren. Ich glaube aber, dass dieser Motor durch Erzählungen natürlich laufen sollte. Guck mal hier, nochmal eine Wasserpumpe. Ja, die sieht neuwertig aus. Nochmal Wasserpumpe. Scheint auch kaputt zu gehen, ne? Oder man hat nicht wirklich. Defekt. Oh, wir haben sogar noch Lack. Defekt. AT-Teil. Für Reparatur. Ich kann es nicht lesen. Sieht aus wie eine Ärzteschrift. Hier ist eine Dichtung, das scheint Wasserpumpe zu sein. Also ich sag dir, sind gute Sachen bei. Wirklich gute Sachen, die man immer brauchen kann. 1,5 Liter. Tibet Orange übrigens. Geil, da können wir nämlich was ausbessern, weil ich habe natürlich hier auch schon die ein oder andere Beschädigung gesehen. Was halt natürlich geil ist, dass der Originallack hat, das hatten wir ja vom Vorbesitzer gehört, und wir diese Beulen, die der hatten, mit einem Beulendoktor rausdrücken lassen. Aber nicht in diesem Video. Hier sind die Verbrecherkontakte. Julian, ich glaube, wir lassen auch mal ein bisschen was im Kofferraum liegen, weil wir müssen es effektiv nachher ja wieder da reinwerfen. Ja. Aber obwohl ich gerne mal einen Blick hier drunter machen will. Also wir sind keine Durchrostung, hier ist echt nichts. Wenn du hier reinguckst, Sven, hier ist zwar alles irgendwie dreckig und speckig, aber nichts durchgerostet. Auch wenn man hier hinguckt, das sieht nicht schön aus, aber man sieht, hier sind Klebereste, hier war wahrscheinlich ein Teppich oder sowas drauf. Und an das
Teil, wo wir dran wollen, ist hier. Und so wie es aussieht, Julian, können wir das da oben abschrauben, ne? Ja, das sollte gehen. Oder sollen wir einmal von unten gucken, ob wir ihn ablassen können? Können wir auch, ja. Ich vermute zwar wahrscheinlich nicht, aber wir können ja mal gucken. Aber der Austritt bei einem Vergasermotor, so wie ich das gesehen habe, ist der ein Vergasermotor drin. Mhm. Das wissen wir ja. Mhm. Da ist mal eine elektronische Pumpe drunter. Diese Pumpe wiederum dürfte aber nur eine sein, die maximal 0,25, 0,3 bar macht. Also diese Tak-Tak-Tak-Tak-Pumpen. Mhm, naja. Weil der Vergaser würde sonst ja überlaufen mit der Schwimmerkammer, wenn wir letzte 5 bar Pumpe dran hängen. Also heißt das, dass der Sprit hier aus dem Tank rausläuft. Deswegen gehe ich mal davon aus, da wo die Tankpumpe angeschlossen ist, dass da der Kraftstoff ist. Da könntest du recht haben, ja. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal die Sachen, die wir draußen draußen. Tank würden wir ja drankommen. Und lassen mal den Sprit an. Warte mal, Julian, ich hole mal das Wichtigste raus. Reparaturhandbuch Roh 80. Mhm. Dieses werden wir mit Sicherheit brauchen. Hier ist schon mal Getriebe. Ich würde ja gerne mal Vergaser zum Beispiel sehen. Von denen wir ja vielleicht wie was angeschlossen ist. Am besten man guckt in der Legende, ne? Dann braucht man nicht lange suchen. Vergaser. 95, machen wir einfach hier ein bisschen was auf. 95. Die Vergaseranlage haben wir ja nicht. So wie ich sie aus der Community ja gelesen habe, sind wir ja auch schon schlauer. Hast du das auch gelesen, von was der Motor ist? Von was nicht, aber ich habe gelesen, dass es auf keinen Fall ein Vierscheiben-Wankelmotor ist. Richtig, das ist ein Zweischeiben-Wankelmotor, so wie wir es auch gesehen haben, mit 4 Zündkerzen, also einer Doppelzündung. Und das ist die erste Generation vom Roh-80-Motor. Der wurde, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung und gelesen habe, irgendwas bis 71 verbaut. Und hier sehen wir auch die Vergaserbeschreibung dazu, aber das sind ja nicht unsere Vergaser, die wir haben, sondern wir haben ja einen stehenden Vergaser. Das müsste der Kollege sein. Und da müssen wir gleich mal gucken, dass wir den Anschlussplan hierzu finden. Ach, guck mal hier, da sehe ich doch schon ein paar Bildchen, was wo dran kommt. Unterdruckschlauch lösen, da bla bla. Das nehmen wir mit. Das lassen wir schon mal liegen. Der Julian ist in der Zwischenzeit fleißig und löst schon mal die Leitung. Was ich schon mal auch sagen kann, das habe ich jetzt sehr oft gelesen. Du hast ja Bock auf dieses Prap-Prap-Prap-Prap. Ne? Das funktioniert natürlich, wenn man die Auslass irgendwie Auslässe portet. Und was ich gehört habe, der Roh 80 lebt vom Gegendruck, also sprich diesen ganzen Schalldämpfern. Ah, okay. Wenn wir jetzt anfangen, hier die Auspuffanlage einfach abzuschrauben, wird das Auto womöglich schlechter laufen. Deswegen müssen wir die Auspuffanlage einfach mal so lassen, wie sie ist. Und du wirst enttäuscht sein, weil es wird gleich kein Prap-Prap-Prap-Prap machen. Ach. Oha. Aber das sieht gar nicht nach altem Sprit aus, ne? Nein. Okay, hier kommt mir dann scheint das hier wohl vom Tank zu kommen und das der Vorlauf. Obwohl es von der Anordnung her meiner Meinung nach hätte umgekehrt sein müssen. Wie die Pumpe funktioniert, können wir ja gleich gucken. Angeblich, das sind zum Beispiel Sachen, die ich alles nur so gelesen habe. Ja. Das der Zulauf. Ja. Und einmal kurz gerochen. Ja, der ist jetzt nicht sehr alt, der Sprit, aber wir machen einfach frisch rein. Julian, guck gleich mal, wie die Pumpe läuft. Die können wir ja gleich einfach mal anschließen und gucken, was passiert. Was, wo rein und rauskommt. Weil wenn das hier der Pfeil sein soll, dass hier rauskommt, dann war es verkehrt rum angeschlossen. Da läuft natürlich so ein Auto auch nicht gut, ne? Ja. Aber was ich zum Beispiel gehört habe, dass wir die Pumpe zum Beispiel erstmal außer Gefecht lassen sollen, weil dieses Auto auch vorne am Motor eine manuelle Pumpe haben soll und den Kraftstoff sich generell auch ansaugt. Und wenn dann eine Pumpe natürlich zwischen ist, die in die falsche Richtung fördert, dann kann der Motor natürlich auch nicht laufen. Deswegen lassen wir den jetzt erstmal leer laufen. Dann schließen wir gleich mal die Pumpe an Strom an, gucken, in welche Richtung sich das Ganze dreht, wo der Sprit hin muss, weil wir müssen ja, wir wissen ja, das ist unsere Leitung, die aus dem Tank kommt. Diese Leitung hier geht nach vorne zu unserem Vergaser. Und so werden wir das gleich dann auch anschließen. Weil sonst haben wir nämlich vorher das so gemacht, da hat die Pumpe, wenn sie denn wirklich falsch angeschlossen war, hat sie quasi den Sprit aus dem Vergaser gesaugt und in den Tank gepumpt. Okay. Und dann kann das Auto nicht laufen, ne? Wir lassen das unten leer laufen. In der Zwischenzeit können wir was Nützliches machen. Wir gehen mal rum an den Vergaser und gucken mal, was wir da alles so anschließen müssen. So, hier sehe ich, geht was auf den Zündverteiler und zieht den Zündverteiler zum Beispiel in früh. Dann haben wir hier eine Kraftstoffleitung, gehe ich mal von aus. Das ist die. Hier tatsächlich hat er eine manuelle Pumpe noch und müsste den Vergaser, aber das geht nicht an den Vergaser hier dran. Das müsste eigentlich da dran, oder nicht? Das Schlimme ist, ich habe hier keine Leitungen mehr, die jetzt offen liegen, die wir jetzt irgendwo anschließen könnten.
gehe davon aus, dass das so da drauf sitzt. Aha. Sieht auch abenteuerlich aus. Ja. So, und das könnte hier dran gewesen sein. Das wird auch da dran gewesen sein. Das müsste die Kurbelwellenentlüftung. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Hier ist noch ein Unterdruckschlauch, ein abgerissener dran. Der könnte hier dran gehen. Hui, das ist also doch ein bisschen spannender, ja, auf jeden, ja, Fall. Aber viele, also hier gehört auf jeden Fall nicht viel dran. Dieses Teil haben wir jetzt erledigt. Und die gehen hier da dran? Und die zwei? Ah ja, guck mal, die habe ich gar nicht gesehen. Diese zwei hier gehen hier unten drunter dran. Hier sind Anschlüsse. Das sind eigentlich nur die hier, ne? Hier ist auch noch ein Anschluss, Julian. Ah, ja. Ah, das ist er hier. Das ist der hier, genau. Ja. Okay, dann haben wir den auch geklärt. So, was wir jetzt aber brauchen, ist Kühlwasser. Weil der Vergaser hat eine Startautomatik. Das ist hier die Startautomatik, die diese Klappen hier reguliert. Und hier muss Wasser dran. Hier haben wir einen Anschluss, der ist frei. Ah ja, genau. Hier haben wir auch ein Kabel, das noch frei ist. Früher war grüne Drehzahlmesser. Könnte auf der Zündspule gesessen haben. Hier ist Ölpeilstab. Hier ist ein Unterdruckschlauch. Was mich hier so ein bisschen stutzig macht, ist diese Leitung hier. Die ergibt für mich keinen Sinn hier unten dran. Ich mache jetzt mal den Kraftstoffschlauch da ab. Weil das ist für mich eindeutig, hier ist ja auch ein Kraftstofffilter dran, das ist für mich eindeutig Kraftstoff. Und so wie ich das jetzt hier sehe, das ist wie gesagt nur eine Vermutung. Das Wasser. Das, was jetzt da rausläuft, ist eindeutig Wasser. Also das hier ist schon eine lustige Nummer, die jetzt gebaut wurde. Hier wäre Kraftstoff. Oder Moment mal, ist es überhaupt Kraftstoff? Das muss die Kraftstoffpumpe sein. Ich behaupte, dass das irgendwo hier drauf muss. An dem wahrscheinlich. Auf jeden Fall nicht da unten. Hier unten seht ihr jetzt zwei Einstellschrauben. Ich habe keine Ahnung, was man da einstellt. Julian, guck mal im schlauen Buch, ob du da irgendwas findest. Was mir auf jeden Fall auffällt, es fehlen uns Wasserleitungen. Von hier nach hier geht definitiv eine Leitung. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das Thermostatgehäuse und gleichzeitig Ausgleichsbehälter. Oder nicht Thermostatgehäuse, Verteiler, könnte auch sein, dass das Thermostat eckig ist. Dann müsste die zweite Leitung wieder in den Kühlkreislauf gehen. Und wenn mich nicht alles täuscht, würde ich sagen, geht von da nach da eine Leitung. Und diese Leitung müsste hier rumgehen und hier dran gehen, weil das ja auch Kühlwasser ist. Eindeutig ist da Wasser rausgelaufen. Wie finden wir denn das raus, ob das Wasser ist? Indem wir eigentlich da in den Behälter Wasser reinkippen und rein technisch müsste es dann da ja wieder rauslaufen. Wobei, wenn ich mir das System angucke... Doch, das ist auch Wasser, ne? Ja klar, das ist der Heizungskühler. Julian, geht das an Wasser dran? Also rein optisch würde ich jetzt behaupten, das geht hier vorne an die Wasserpumpe, ja. Könnte auch sein, weil dann würde der Knies hier erklären, ne? Ja. Dann ist das, was ich vermute, richtig. Dann ist das nämlich Wasser. Dann haben wir das schon mal gefunden. Hier muss ein Schlauch von da nach da. Mhm. Der Schlauch muss von da nach da. Dann hätten wir nämlich einen Kreislauf. So, wo kommt jetzt welcher Unterdruckschlauch hin? Hier unten sehe ich auch noch einen freien Anschluss. Mhm. Der muss auch irgendwo hin. Aber irgendwo muss ja unsere Haupt... Was ist die Schütte gewesen? Irgendwo muss unsere Hauptversorgung hin. Und so wie ich einen Vergaser kenne, und das ist eigentlich immer das Gleiche, müsste einer von den beiden unsere Hauptversorgung sein. Wie könnte das denn gelegen haben? Ich habe gerade was anderes gefunden, was du gerade da gerätselt hast. Also es scheint, diese Einstellschrauben hier beim... Ja. Da beim... Beim Ansaugrohr scheinbar Leerlauf. Okay, das Einstellschraube ist hier Leerlaufdrehzahl. Und das hier müsste für mich so sein. Ich stecke mir das jetzt einfach mal provisorisch drauf. Das würde für mich Sinn ergeben, dass sie hier die Kraftstoffversorgung zum Vergaser hin haben. Was ich als erstes mir jetzt erstmal besorge, ist Kühlwasserschlauch. Ich schließe das so an, wie ich mir das vorstelle, und zwar das hier. Kraftstoffzulauf ist hier. Ah, das ist Kraftstoffzulauf. Das untere. Okay. Steht auch drin, was das obere ist gleichzeitig? Bin ich gerade am Gucken. Dafür ist der Schlauch falsch. Da hat hier jemand also mal einen falschen Schlauch drauf gemacht. Julia, lange Rede, kurzer Sinn oder gar keinen Sinn. Ich muss erstmal Schlauch besorgen in dem Durchmesser. Mhm. Ich schließe das jetzt einfach mal auf blauen Dunst an, Julian. Mhm. Wasser zumindest. Mhm. Weil das ist so das, was es für mich logisch ergibt. So. Eine Schelle, dann geben wir
Ob es oben oder unten ist, weiß ich nicht, ob es da irgendwelche Schnittstellen gibt. Aber das ist, glaube ich, egal. Boah, das ist auch interessant. Neufüllmenge sind 7,6 Liter Motoröl. Und Wechselmenge gerade mal 4,4. Wie? Wenn man einmal Neubefüllung macht, sind 7 Liter? Sind 7,6 Liter, wenn du komplett neu befüllst. Okay. Und wenn du Ölwechsel machst, gerade 4,4 Liter. Das heißt also, 3 Liter verbleiben im Auto. Krass. Das ist echt krass. Den haben wir erstmal belegt. Das sieht für mich ganz passabel aus. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir von der Ablänge her, wir haben ja jetzt hier einen deutlichen Bogen drin. Das ist, doch, das geht. Schlauchschelle nicht vergessen. Zack. Nächste Schlauchschelle. Zack. Also wenn das gleich läuft, mein Respekt. Das sage ich dann zu mir selber auch. Wenn man hier so die Anschlüsse, zumal finden wir die Schläuche dazu gerade nicht. Kann natürlich sein, dass die auch im Fußraum im Auto liegen. Da haben wir nämlich noch nicht geguckt. Guck mal hier auf dem Sitz, auf dem Beifahrersitz. Mach keinen Spaß. Ach, guck an. Ich glaube, da liegen noch viel mehr Sachen drin. Aber es fehlen uns ja auch noch eine Frontscheibe. Da haben wir uns übrigens noch gar nicht drum gekümmert. Ich habe so viele Roh 80 in irgendeiner Ecke liegen sehen, die vor sich hin rosten. Wirklich Särge, die quasi nichts mehr sind. Also der bricht fast in der Mitte durch. Aber Frontscheibe heile mit Dichtung drin. Mhm. Das Problem ist, du kannst ja nicht einfach da hingehen und die Frontscheibe ausbauen. Und an jedem Schrottplatz hier um die Ecke steht noch keiner. Aber andersrum, hier steht er ja gerade trocken in der Halle. Da ist es jetzt nicht so weit, da stimmt, wenn die Frontscheibe fehlt. Bei neueren Fahrzeugen, Audi 100 C4, glaube ich, fing damit an, haben geklebte Frontscheiben. Mhm. Da darfst du ein Auto nicht aufbocken, wenn die Scheibe fehlt. Mhm. Weil die Scheibe ein tragendes Teil ist, weil es geklebt ist. Hier sind es aber nur eingezogene Dichtungen, von daher ist es kein tragendes Teil. Das sind alles Sachen, die, also ich habe sie damals in der Lehre erfahren, beim Audi 100, wo die Scheiben dann so eingeklebt werden. Hier seht ihr, ist ja nur diese Dichtungskehler, der nachher da drüber sitzt. Deswegen kann man hier auch eine Scheibe ganz einfach ausbauen. Was war das denn jetzt? Willst du mal ran saugen? Nee. Weißt du, was ich meine? Lieber nicht. So hat man früher, aber eindeutig kommt hier Spritgeruch. Also es ist kein Wasser und kein Sprit. Das ist auf jeden Fall unsere Spritversorgung. Was haben wir denn noch? Hier ist ein Schlauch drauf, ob der richtig ist. Sven, guck mal hier. Hilft dir das vielleicht? Auf jeden Fall ein bisschen mehr drauf zu sehen. Wichtig ist erstmal, dass das Ganze zu ist. Weil Falschluft, wenn ein Motor Falschluft zieht, ist immer schlecht. Deswegen stecken wir jetzt erstmal so drauf, wie es irgendwie Sinn ergeben könnte. Hier haben wir einen Anschluss. Mhm. So, Schlauch drauf. Den stecken wir erstmal einfach hier drauf. Vielleicht wird dann irgendwas angesteuert, so auch zu. Jetzt haben wir natürlich hier noch eine offene Leitung. Die muss eigentlich irgendwo hin. Und hier sitzen Ventile. Das sind zwei Stück, die hier dran sitzen. Da ist auch kein Schlauch mehr unten frei. Hier ist ein doppelter. Wir können das mal vielleicht ein bisschen drehen. Hier ist so ein T-Abgang. Zur Not machen wir den erstmal zu. Weil sonst sehe ich hier am Vergaser auch nichts Offenes mehr. Wir haben doch hier gerätselt wegen der Verkabelung, ne? Ja. Guck mal, hier habe ich auch noch ein Bild gefunden zu der Verkabelung, welcher Stecker wo drauf gehört. Das können wir ja gleich einmal überprüfen. Guck mal, der oben scheint frei zu sein, ne? Mhm. Da kommt gar nichts drauf scheinbar und unten kommt der Kraftstoffschlauch drauf. Okay. Das bedeutet, ich mache den jetzt mal hier ab. Kann man das nicht in schönen? Ich gucke mal, ob wir mal einen frischen Kraftstofffilter haben und auch Benzinleitung in 6 mm müsste das sein. Der Jan hat mir doch gerade einen Kraftstofffilter gegeben. Oh. Kannst du dir vorstellen, dass das gleich jeden Ton von sich gibt? Ich bin sehr gespannt. Ich glaube tatsächlich irgendwie ja. Also du glaubst ans Unmögliche. Ja, aber mal ganz doof gesprochen, wenn wir jetzt hier irgendwo so einen Logikfehler drin haben und der pumpt irgendwo Wasser rein, wo nachher Sprit drin sein sollte oder so. Dann haben wir einen Kapitalmotorschaden. Das Gute ist, wir arbeiten hier nicht an Kundenfahrzeug, sondern an unserem Fahrzeug. Und wir zerstören unser eigenes Fahrzeug. So habe ich zum Beispiel mein Programmieren gelernt. Ich habe mir das selbst beigebracht und habe gesagt, so, Programmieren mache ich so und so. Dann habe ich gemerkt, ich mache mal die Zündung mit dem Sprit und mit dem Ladedruck kaputt gegangen. Habe ich bei meinem eigenen Auto das eigentlich zerstört. Wenn wir das an Kundenautos machen, wäre natürlich dramatisch. Ja. Ich sage dir, ich glaube nicht, dass das anspringt. Also das wäre Raketentechnik. Ölstand haben wir das letzte Mal schon kontrolliert. Das Öl sieht aus wie neu.
und ist auf jeden Fall, hier sieht man den Maximumstrich, das Öl drin und wie neu. Und wir gehen ja immer noch von der Aussage aus, dass der vom halben Jahr gelaufen ist, was wir natürlich auch glauben, dass der Motor nicht fest ist. Also wir fangen jetzt nicht vorne an der Kurbelwelle zu drehen. Erstmal brauchen wir ein Grundprinzip. Kommt Sprit gleich hier vorne an, haben wir Wasser in unser System gleich, das füllen wir ein und macht der irgendwas. Orgelt der, funkt der, knallt der, macht der Puff, Puff, Piff. Und dieser Filter muss ich gleich mit Sprit füllen. Und ich würde sagen, wie weit ist hinten unser Tank? Scheint noch ein bisschen was drin zu sein, aber sollte sich dem Ende neigen. Gut, dass wir zwischendurch hier was gefummelt haben. Das hätten wir nämlich hier eine halbe Stunde lang gemacht. Ich lasse die Luftfilterkiste ab. Ja, ja. Ich bin der Meinung, wir könnten jetzt mal Kühlwasser auffüllen und gleichzeitig Frostschutz. Hier ist natürlich absolute Ebbe drin und Rost ein bisschen. Das will ich nachher dann auch reinigen. Ich hole jetzt erstmal Frostschutz. Das ist erstmal das Wichtigste. Julian? Ui. Das läuft immer noch? Soll ich mal Streichholz reinwerfen? Ui. Ja, da war auf jeden Fall gut voll. Ich fülle jetzt pur Glycerin auf. Ist ja auch gleichzeitig schmieren für die Wasserpumpe. So, wenn jetzt irgendwo ein Leck ist. Ja, möge es sich zu erkennen geben. Thomas, Sven. Ja. Kaltes, klares Wasser. Wer hat das denn gesungen jetzt? Boah, ich weiß nicht mehr. Rammstein. Nein, glaub das war nicht Rammstein, aber... Guck mal, Wasser voll. Aber voll, voll. Ja, ist gut. Lieber zu viel statt zu wenig. Und ihr wisst, viel hilft viel. Lieber ein Pizza, lieber zwei Pizza als ein Pizza, oder? Ja. Ja. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Hey Julian, ich bin bereit. Du bist bereit? Lass uns mal die Pumpe da hinten anschließen. Komm okay. Jetzt, wir wollen mal hier. Ich will jetzt hier Strom auf den Jokel legen. Und es tropft auch nichts mehr. Ist fertig? Ja, ist fertig. Bisschen was bei rumgekommen, ne? Viele fragen mal, was wir mit dem ganzen alten Kraftstoff machen. Dann entsorgen wir natürlich illegal am Autobahnrasthof. Richtig. Und wo wir es auch entsorgen, wir schütten das immer in unseren Werkstattpolo, weil der grundsätzlich leer ist und der fährt mit allem. Also ich sag euch eins, unser Werkstattpolo, der geliebte Dreizylinder-Mehrventilermotor, der läuft mit allem, der hat noch nie Ärger gemacht, der hat noch nie eine Motorlampe geschmissen. Das ist das beste Auto und er wird hier einfach, ihr versteht, was ich meine, ne? Also ich muss zugeben, ich würde mich ja nicht mal trauen, dass ich meinen Ford Fiesta zu fahren, weil ich Angst hätte, der läuft dann nachher nicht mehr. Aber unser Polo nimmt alles. Und grundsätzlich ist der Tank trotzdem leer, obwohl wir immer alles so einfüllen, wenn es denn noch irgendwie verbrennbar ist. Das ist die Pumpe? Das ist die alte Pumpe. Ah, da meinst du, der hat schon eine neue angeschlossen? Ja. Also der Tipp aus der Community wäre ja folgender, dass wir die Pumpe einfach anstellen, also die Verbindung hier schaffen und die manuelle Pumpe würde es ja trotzdem saugen. Aber trotzdem würde ich es so anschließen. Also ich würde, nur wo wissen wir jetzt, ist da ein Pfeil drauf, rein und raus? Hier ist ein Pfeil nach außen. Definitiv. So, und es war, warte mal, hier haben wir gesagt, ist lief jetzt Sprit raus. Und so war es angeschlossen. Dann war die Pumpe falsch umgeschlossen. Gell? Hätte ich jetzt auch gesagt. Seitdem die Pumpe wurde hier auch verpolt, dann dreht sie natürlich auch andersrum. Hm. Lass uns doch mal einfach die Zündung anmachen. Wir machen jetzt mal einen Akkupack dran, so dass wir da hinten auch dran kommen. Und schauen mal, was die Pumpe macht, ob die überhaupt schon bei Zündung anspringt. Und was wir auch schon mal machen können, der Wagen hat ja keinen Sprit, ob er überhaupt orgelt. Und dann können wir uns um Kraftstoffversorgung kümmern. Also wir gehen jetzt Schritt für Schritt langsam vor. Normalerweise würden wir das ganz rabiat machen, aber wir sind ja doch ein bisschen vorsichtiger bei unserem Wankel. Guck mal, hier haben wir eine Batterie. Meinst du, die hat noch Dampf? Ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen, obwohl sie abgeklemmt ist. So, wir machen jetzt hier einmal Plus drauf. Da passiert ja auch nichts. Das können wir irgendwo auf Masse legen oder können wir auch da runter so, oder so. So halt. Soll ich mal vorsichtig jetzt schon mal Strom drauf geben? Hat auf jeden Fall drin schon mal was klack gemacht. Svenny, komm mal rum. Ja. Ich drehe jetzt hier mal vorsichtig den Schlüssel. Boah, Junge. Alles gut? Ja. Ja. Also, Zündung ist an. Okay. Trauen wir uns einen Schritt weiter, schon mal zur Orgel. Komm, machen wir. Ich bin zur Not hier am Booster. Es dreht auf jeden Fall. Hört sich auch nach Kompression an. Die ersten zwei quietschenden Geräusche waren jetzt nicht so angenehm. Könnte Wasserpumpe etc. gewesen sein, die trocken gelaufen ist. Ja, was ich jetzt vorschlagen würde, Julian, geh mal an die Benzinpumpe. Guck mal, ob die surrt, ob die was macht, ob die überhaupt... Ja, hat sie schon. Da ist was auf dem Boden. Okay, jetzt müsst ihr nur gucken, wo was rauskommt. Mhm. Und jetzt wirst du es wahrscheinlich sehen. Bist du bereit? Ah, hier blubbert's. Siehst du das? Ja.
Okay, dann ist das unser Ausstoß. Mal nochmal, wenn es geht. Kommt trotzdem nichts. Ja, die Pumpe, ist das natürlich so eine Vergaserpumpe, die lebt davon, dass der Sprit von oben geflossen Habe ich kommt. Mir fast gedacht, Wo hast du jetzt die Bläschen kommen sehen? Hier hat es geblubbert, das heißt, das müsste ausstoßende Seite, ja genau, also die nach vorne quasi geht. Ist das dann auch die Pfeilrichtung korrekt? Das werden wir gleich sehen. Jawohl, passt. Also war es falsch rum angeklemmt? War es falsch rum angeklemmt, ja, richtig. Ja, Julia, Motor orgelt. Es treten keine Flüssigkeiten aktuell aus. Ich habe schon gemerkt, der Anlass scheint richtig viel Bums zu haben und viel Kraftstoff zu nehmen. Ich würde vorschlagen, wir schließen das unten jetzt einfach so provisorisch wieder an, keinen großen Geschiss machen. Ja. Dann bin ich mal gespannt, wenn der Kraftstoff nach vorne kommt, ob der Motor dann was macht. Bisschen Angst habe ich schon, ey. Das Problem ist hierbei, sage ich auch ganz ehrlich, ich vermute im nächsten Video werden wir jemanden hoffentlich dabei haben, der bei uns aus der Community vielleicht aus der Nähe kommt, sagt, pass mal auf, Rohr 80, das ist meine rechte Hosentasche, dann mache ich euch was vor drin. Der ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. Kommt am besten direkt vorbei und wir sind ja eigentlich eh immer hier und dann sind wir zeitnah da und können sagen, so jetzt gehen wir mal gucken, was da für Unterdruckschläuche und so dran gehören. Weißt du, was ich meine, Sven? Mhm. Da auf jeden Fall herzlich willkommen aus der Community, der uns da helfen kann. Nicht am Telefon, sondern wirklich hier vor Ort und sagt, klatscht ihn hin und sagt, pass mal auf, ich mache das mal eben. Aber für das Auto gibt es auch noch eine richtige Community, ne? Oh ja, wir haben uns richtig gewundert und ganz, ganz, ganz viele E-Mails haben wir bekommen. Auch Hilfeangebote, wie gesagt, und jetzt habe ich es ja öffentlich ausgesprochen. Wichtig ist, ich lese die E-Mails, aber ich kann das halt alles gar nicht so bearbeiten. Einfach herkommen, wenn ihr Zeit habt. Wichtig ist, nicht freitags, da ist unser Prüfstandstag, das wisst ihr ja. Und vielleicht... Ja, ansonsten sind wir eigentlich immer hier. Also aus der Werkstatt ist immer jemand hier. Der Julian ist immer hier, der Jan ist immer hier, der Ralf ist immer hier. Ich bin in der Regel sehr, sehr oft auch hier. Und von daher gibt es dann wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dass ihr uns da helfen könnt. Ich denke, das reicht. Das waren jetzt so ein paar Liter, 4 Liter, 5 Liter. Du stellst dich irgendwo hier hin. Ja. Und guckst mal, ob der Kollege hier sich füllt. Wird erledigt. Ich sehe jetzt schon, dass da Kraftstoff drin ist. Vielleicht aus den Leitungen, vielleicht, weißt du, was ich meine? Dass die manuelle Pumpe ja schon gezogen hat. Ach so, ja, das kann sein. Ne? Wenn hier was Ungewöhnliches ist, Abbruch. Schreien. Oder wegrennen. Fertig? Strom drauf? Ja. Oh Gott. Füllt der Kraftstofffilter sich jetzt schon vielleicht, wenn ich Zündung immer anmache? Siehst du was? Passiert da was? Nix. So, nochmal. Jetzt. Da läuft auf jeden Fall Sprit durch. Das ist schon mal gut. Jo. Jetzt komm. Frage ist, haben wir überhaupt einen Zündpunkt? Das ist jetzt das nächste, was wir müssen. Genau. So, was wir als nächstes gucken können, hier ist unsere Zündspule. Leg die jetzt mal hier drauf. Ob wir hier gleich fliegenden Zündfunken haben. Ihr guckt, ob da ein Zündfunken bratzt. Kein Zündfunken. Okay. Das ist auch kein Problem. Da haben wir schon mal den nächsten Fehler gefunden. Dann würde ich nämlich jetzt weiter vorgehen, indem ich die Verteilerklappe abmache. Weil ich bin mir ziemlich sicher, 1974, dass wir hier Verbrecherkontakte haben. Ja. Das ist ja ein geiler Finger. Hast du das schon mal gesehen? Das ist ja lustig. Noch nie gesehen. Ich auch nicht. Noch nie gesehen. So, hier haben wir unseren Verbrecher. Guck mal hier. Julia, mach mal Zimmer an und orgel mal. Ja. Der arbeitet. Aber erstmal mache ich jetzt hier die Kontakte einmal. Das ist keine Pfeile hier, sondern ich mache jetzt das mir einmal mit einem dünnen Schmiegelpapierchen. Verteilerfinger wieder drauf. Echt lustig. Das sind alle Sachen, die habe ich definitiv auch noch nie gesehen. Müsste er jetzt nicht gewusst, dass es sowas gibt. Was wir natürlich auch mal überprüfen können, hier liegt ein loses Kabel. Und ein grünes Kabel, was nicht abgeschirmt ist,
kann ich mir nicht vorstellen, dass das kein Kontakt hat. Das kann also sein, dass es für die Zündanlage zuständig ist. Zum Beispiel hier sehen wir am Verteiler, hier ist ein Masseanschluss. Das müsste Masse sein, so dieses T hier quasi. Und hier seht ihr, die 1 geht zu einem Stecker. Aber an unserem Verteiler ist kein Kabel. Ich schraube jetzt mal eben die Zündspule hier ab. Sven, ich weiß nicht, ob du es drauf bekommst. Da probier's hinter dem Kabel siehst du so einen blanken Kabelschuh. Der Julian zeigt sie gerade. Oh, ja. Ja, doch, sieht man, denke ja. ich. Ja. Ja. Und da wird das Kabel drauf müssen. Okay. Weil wir sind jetzt mutig und klemmen da das Kabel an, weil wir brauchen ja 12 Volt für unsere Kontakte. Ich stecke das da drauf, Julian, ne? Ja, ja. Laut Schaltplan soll das richtig sein. Mehr als abbrennen kann die Kiste nicht. Ja, und wo soll es sonst hin, ne? So, jetzt machen wir die Zündspule hier wieder provisorisch dran. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ich mache mal erstmal hier, wie gesagt, das Teil dran, ob wir Zündfunken haben. Orgelst du mal? Ein Zündfunken meine ich sehe. Ich mach mal Zündung an. Ja, einmal brett mal Zündung aus. Wieder an. Na, jetzt hat er es nicht gemacht. Komm mal aus, an. Ja, zack, ja, einmal bratzen tut er. Orgel mal jetzt. Ist ein Zeichen für mich, dass die Kontakte hängen oder die Kontakte nicht sauber arbeiten. Ich mache jetzt nochmal die Verteilerkappe ab und guck mir das Ganze hier nochmal mit den Kontakten an. Mach mal die Zündung an. Ja. Zündung ist an? Ja. Da müsste jetzt eigentlich was passieren. Aha. Ah. Oh, guck mal. Seht ihr das? Das nichts anderes macht der Kontakt. Das heißt, wir haben hier noch Oxidation. Wir müssen die Kontakte sauberer kriegen. Ich muss noch mal Spiegelpapier holen. Jetzt wird's ernst, hä? Oh, ich bin echt gespannt, wie der sich anhört. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Keinen blassen Stimme. Laut Community super unspektakulär, aber es kann ja irgendwie nicht wie ein normaler Motor klingen, finde ich. Bin gespannt. Das Problem ist, ne, bei unserem Alter, da kennt man halt nur Brab, Brab, Brab. Deswegen weiß man gar nicht, wie es eigentlich klingt. Zündung, hast du aus? Ja. Batterie, das kennt jeder. Mhm. So, jetzt müssten wir es eigentlich relativ gemacht haben. Jetzt stecken wir das Ganze wieder zusammen. Kabel sind alle drauf. Der nächste Versuch. Bitte, bitte, Zündfunken. Achtung. Ja, 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 Zündfunken. Da ist er. Oha. Julian, auf geht's. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Komm, komm. Aber bis jetzt sehe ich nichts. Kein Sprit, ne? Ja, doch, warte mal, ich mach mal vorsichtig. Fahren wir Sprit rein, mach mal. Warte. So, jetzt kommen schwierige Sachen, weil ihr wisst ja, womit ich sehr, sehr gerne arbeite. Mit einem sehr zündfähigen Gemisch. Dieses bei einem Wankelmotor zu nutzen, könnte durchaus schlecht sein. Aber Versuch macht klug, ne? Probier mal. Doch. Das klang schon mal anders. Das klang auf jeden Fall, als ob er was machen wollte. Ich hab Junge, der hat aber auch Bock auf Drehzahl. Ich wollte gerade sagen, Alter. Ich habe mir jetzt abgestellt, weil ich nicht wusste, wo die Reise hingeht. Ja, jetzt sehe ich gerade erstmal. Auf jeden Fall, der Motor scheint zu funktionieren. Aber auch wir machen unsere Erfahrung. Ich mache jetzt erstmal den Unterdruckschlauch zu. Dreht er seine 11, Julian? Du hast ja Drehzahlmesser. Lies mal, guck wenigstens drauf und sag es, wenn er bei 11 den Helden totschiert. So, ich mach die Schlauch zu. Nur bis 8. Ja, so hoch war das, glaube ich, auch gar nicht. Mach mal was. Mach mal. Wir haben keinen Kraftstoff.
Jetzt wollen wir erstmal gucken, ob unsere Förderpumpe. Ja. Orgel mal ganz, ganz, ganz kurz. Ach ja. Ja, die geht. So, wir hören definitiv, dass wir mit Bremsenreiniger, da riecht Bock. Also ich glaube, jetzt weiß ich, ob Wankelmotoren schnell gemacht werden können. Mal am ordentlichen Nitromethan reinmachen, dann geht sowas vorwärts. Wir haben keinen Kraftstoff im Vergaser oder der Kraftstoff bringt es uns nicht weiter, da wo er hin muss, zu diesen Drosselklappen. Warte mal, was sehe ich denn jetzt? Eieiei, ich glaube, hier sind so einige Fehler. Sven, komm mal versuchen, von hier zu kommen. Ja. Wenn wir jetzt hier oben reingucken, normalerweise sehen wir dann unten immer Drosselklappen. Da kannst du bis runter in dieses Ansaugrohr reinschauen. Mhm. Unsere Drosselklappen sitzen hier vorne. Und mittels über dieses seitliche Gestänge, siehst du es da unten, werden Drosselklappen angelegt. Aber wenn du jetzt guckst, wo mein Finger ist, guck mal, hier bin ich jetzt. Und hier ist der Anschlag für Leerlaufdrehzahl. Und guck mal, wenn ich will ganz zurück machen und ich komme ja gar nicht dahin. Jetzt hänge ich mal diese Stange hier aus. Auch nicht. Ich müsste diese auch mal aushängen. Aha. So, jetzt sind unsere Drosselklappen auf Leerlauf. Also das ist auch schon mal völlig zu lang hier, dieses Teil. Weißt du, was ich meine? Mhm. Was das hier ist? Guck mal, das ist unsere Kraftstoffzufuhr. Also ich hoffe, ihr hört das jetzt. Die Drosselklappen stehen auf und deswegen dreht der gerade so hoch. Ja. Das hier kann ich einstellen, das verstehe ich. Was macht dieses Teil hier? Ist das? Das ist so geil. Also es hat auf jeden Fall irgendwas mit Kraftstoff zu tun, weil du siehst, hier geht ja noch ein Abgang weiter, der geht nach da unten. Das könnte der Rücklauf sein. Dass das wie so eine Art Druckregler vielleicht ist, meinst du? Ja, du könntest recht haben. Was mir Sinn ergibt, wenn die Drosselklappe hier am Vergaser, was auch immer das hier freigibt, bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist ja unser Gaspedal. So, dass das die Drosselklappen zu sein müssen. Und so wie sie jetzt eingehangen waren, siehst du das? Siehst du, wo mein Problem ist denn? Ja. So, jetzt müsste ich diese Stange noch mal aushaken. Zack. Du müsstest die einmal kürzer drehen, ne? Und mach die mal, die sieht auch nagelneu aus. Mhm. Hast du mal 8er Schlüssel für mich? So, kürzer müssen wir hier haben, haben wir gesagt. So, hier ist Ende, hier können wir nichts mehr drehen. Brauchen wir den anderen aber noch ein bisschen rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Drosselklappen aufstehen müssen. Nein, glaube ich auch nicht. Ein kleiner Spalt, ja, ne, für Leerlauf, aber... Nee, Leerlauf stellt sich aber diese Schraube hier ein, gehe ich von aus. Okay, ja, das kann sein. Also das ergibt für mich keinen Sinn. Das bedeutet, die Gewinde sind hier zu lang, dass wir die mal deutlich kürzen müssen. Das ist jetzt wirklich, jetzt kann sein, oh nein, ihr zerstört diese Stange. Liebe Grüße an den Rohr 80 Club. Ja. Wir haben ja schon mal ein kleines Erfolgserlebnis gehabt. So, einmal weggucken, Schutzbrille. So, Stange deutlich gekürzt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir jetzt eingehangen kriegen. Immer noch zu lange, ich muss die andere Seite auch mal einkürzen. Mal gucken, ob jetzt der Plan aufgeht. Guck mal hier, ich hätte jetzt hier immer noch einen kleinen Spalt, weil die Stange immer noch zu lang wäre. Ja, man sieht es schlecht, weil deine Hand genau davor ist. Wir haben immer noch, bevor ich es einhänge, guck mal, so ist ausgehangen. Und hier siehst du, es ist, um es hier einzuhängen, rutscht es leicht nach unten. Julian, dreh mal Schlüssel. Ich will mal gucken, was jetzt passiert. Na, stopp, ich habe was vergessen. Hier ist das, dieses Gestänge, was ich jetzt hier noch dran habe, das scheint wie ein Druckregler zu sein, den hänge ich an, aber der steht auch auf Vorspannung, wie man sieht. Ich hänge das hier einfach mal ein. So, jetzt haben wir alles eingehangen. Gucken, was er jetzt macht. Hört sich doch schon mal gut an. Wenn ich jetzt ein bisschen Gas gebe. Ist das geil? Ja. Auf jeden Fall läuft das. Aber einfach passt. Wir gehen mal hin. Guck mal ran. Ein bisschen rapp, rapp, rapp höre ich.
Drehzahl ist so hoch, gehen wir um Drehzahlmesser. Ja. Unser Rohr 80 läuft aus eigener Kraft. Wir alleine haben es hinbekommen. Mit ein bisschen Tüfteln, mit ein bisschen Fummeln, ja, mit ein bisschen was kürzen. Ich baue die jetzt nochmal aus und kürze die nochmal ein paar Millimeter. Und ich hoffe mir davon, dass wir von der Drehzahl von 2000 Umdrehungen runter auf die gewünschten, was weiß ich, 1000 Umdrehungen, was so ein Rohr 80 läuft im Leerlauf. Und jetzt schauen wir mal, ich hänge die Stange wieder ein. Und jetzt merke ich zum Beispiel, dass die Drosselklappe definitiv zu ist. So, starte mal. Was dreht der jetzt? Knapp 15 Minuten und 14 Minuten. Das ist schon mal gut. Wenn wir jetzt hier Gas geben. Reagiert da schon mal ein bisschen drauf? Komm mal aus. Klingt ein bisschen, als würde ihm der Sprit fehlen, ne? Genau, er reagiert ja da drauf. Ich glaube aber auch, jetzt kommen natürlich unsere ganzen nicht angeschlossenen Unterdruckleitungen ins Spiel. Irgendwelche Leitungen, die vielleicht falsch aufgesteckt wurden. Ihr habt gesehen, die Kühlwasserversorgung, also in dem Falle, die wir uns jetzt hier gelegt haben, Anfang des Videos, da war die Spritzufuhr drauf. Mhm. Also das wäre voll in die Hose gegangen. Das, was wir bis jetzt gemacht haben, ist für mich logisches Denken, wie es funktionieren könnte. Und wir sind auch zu unserem Ziel gekommen, Julian, ja, dass das Fahrzeug anspringt, der Motor läuft und sogar relativ gut läuft. Aber jetzt bin ich mit dem Latein am Ende und ab jetzt möchte ich selber auch nicht mehr einfach weiter Rätsel raten, sondern jetzt würde ich mich freuen, wenn einer von euch aus der Community zu uns kommt und sagt, Mensch, habe ich Bock drauf, würde ich euch gerne beim Video mithelfen. Und auch andere Rohr-80-Fahrer freuen sich vielleicht dann über diesen Content, dass wir ein bisschen Hilfe bekommen. Weil ich sag dir, ich traue mich nicht weiter dran. Julian, wie siehst du das? Nein. Der Julian traut sich auch nicht. Dass überhaupt schon läuft. Ja, wollte ich gerade sagen. Da sind wir echt stolz drauf. Ich habe auch gesehen, dass die Kupplung arbeitet. Aber all das mag ich nicht erklären, weil das wäre nicht gefährliches Halbwissen, sondern gefährliches Keinwissen. Und das wollen wir nicht. Also fühlt euch angesprochen, kommt gerne her. Ich freue mich auf den Besuch und dann sehen wir uns im nächsten Video mit Hilfe wieder. Bis dahin, ciao.